working through the day. Wake up with champagne, roll me an A. I told my mother I would quit. What can I say? I'm still breathing, falling in love every evening. So we just gonna stay teenage dreamers, born this way. I told my mother I grew up. What can I say? I'm still breathing, falling in love every evening. Oh yeah, yeah, das wird noch richtig spannend, glaube ich. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wir spielen heute eine kleine Runde Fixei auf der Map Pixel. Und ja, Leute, ich weiß nicht, wie war euer Tag bisher bei uns hier in Berlin. Es ist ätzend warm. Und meine Hände schwitzen natürlich auch wie am Spieß. Leute, das Ding ist, ich glaube, wenn ihr das Video hier seht, dann müsste ich vor 2 Tagen Geburtstag gehabt haben. Ich habe am 27.07. Ich glaube, das Video kommt am 29. raus. Bedeutet, ihr könnt mir jetzt zum Geburtstag gratulieren, wenn ihr wollt, Leute. Ich bin 15 Jahre alt geworden, habe gute Geschenke bekommen, alles super, mir geht's körperlich, alles fit, Leute, alles fresh. Wir gucken heute mal, dass wir die Gegner gut bekommen. Das Ding ist, ich habe vorhin schon, oder wir haben uns gerade eine Runde eingespielt, und ich habe einen Typen so einen Airhead gedrückt, dass er einfach die Runde gequittet ist und direkt verlassen hat. Der Airhead war echt aus meiner Sicht übelst nice, aber ich habe leider nicht aus meiner Sicht aufgenommen. Leider, ich kann euch ja den Clip hier kurz mal nebenbei einblenden, wenn ich hier am Labern bin. Also das war echt, der Airhead war aus meiner Sicht, der war krank. Der war echt krass. So, das Ding ist, Leute, ich kann, oder ich wollte heute mal eine Story erzählen. Oh, das war gut von ihm. Ich wollte heute mal eine Story erzählen, weil ich habe ja letztes mit Mini aufgenommen, beziehungsweise ist für euch schon ein paar Videos her. Dort möchte ich mal ein bisschen erzählen, weil das mit Mini und mir ist eine längere Geschichte, als ihr denkt, so vom Ding her. Da wir schon früher sehr viel Kontakt hatten oder er mit mir früher schon sehr gerne aufnehmen wollte. Und da haben wir das Bett. Da ich ja früher sehr bekannt, denke ich mal, in der Szene war und Mini mich auch geguckt hat oder mal entdeckt hat oder so und er mich schon mal sympathisch fand und dann hat er wirklich, er hat mir auf Twitter geschrieben, er wollte echt gerne mit mir TS, nur ich war halt so ein richtig schüchterner Bub. Ich war 13 und er war ein 100k-YouTuber und da denkt man ja nochmal ein bisschen anders drüber, als wenn ich jetzt mit 15 so drüber nachdenke, wie das da früher war. Ja, und dann bin ich, irgendwann habe ich mich dann getraut, TS zu gehen, er hat mich gemoved und er war gerade am, boah, ich weiß gar nicht, was er gespielt hat. Ich glaube, er hat sogar da schon Rainbow gespielt, wo ich auf dem TSA. Dann hat er mit seinen Mates da Rainbow gespielt und ich saß daneben. Er hat Rainbow gespielt und ich saß halt, wie gesagt, daneben. Oh, na. Huch. Die so im TS so übel gequatscht. Er hat mich einfach nur dazu gemoved erstmal. Die haben so im TS übel gelabert, so übel Strategie gehabt und so und ich kam mir da so komisch vor, ne? Das war so richtig, also ich war so schon aufgeregt, weil es halt, wie gesagt, ein 100k-YouTuber ist. Das war einfach krank so. Das war ein Mini-Me-Checker, Alter, holy shit. Den habe ich, da vor meiner YouTube-Zeit, habe ich den aktiv geguckt und habe ihn übelst gefeiert und dann so die Möglichkeit, mit ihm aufzunehmen. Und er wollte ja sogar mit ihm aufnehmen, das war krank. Und ich so übel nervös, ich so im TS gehockt und dachte mir so, scheiße, was soll ich sagen, was soll ich machen? Übelst geschwitzt, Alter. Als wäre hier gerade sonst was los, so. Ich sterb. Ja, ich hol das Bett, Mate. Ich hol das Bett. Nice, da haben wir das Bett. Und ich glaube, den Kill bekomme ich auch sogar noch. Ist er tot? Ja. Das war echt wirklich krank. Da bin ich vom TS einfach disconnected. Hab nicht mal Ciao oder so gesagt. So richtig unhöflich. Weiß gar nicht, was dann passiert ist. Er hat mir dann nochmal geschrieben auf Twitter. Ich habe ihm, glaube ich, nicht mal geantwortet. So mit meinem alten Account. Weil ich einfach so nervös war und es so peinlich war, dass ich einfach kein Wort rausbekommen habe. Und ich nicht wusste, über was man reden soll oder so. Dann habe ich die Chance einfach vergeigelt. Mit Mini-Me-Checker, was ja früher wirklich noch ein anderer Begriff war, als es heute ist. Zumindest für mich ist es heute ein eher normaler Begriff, als er früher für mich war. Da habe ich aber die Chance vergeigt, mit Mini-Me-Checker aufzunehmen. Für meinen Kanal. Das fand ich sehr schade, weil heute bin ich eher so drauf, so, yo, ich nehme gerne mit jedem YouTuber auf, solange wir zusammen irgendwas Cooles machen können. So irgendein cooles Video, irgendwas, wo wir den Zuschauern was wiedergeben, eine Erfahrung wiedergeben oder die ihnen was erzählen, wovon sie profitieren oder irgendwas. Aber früher dachte ich mir halt, no, das ging halt einfach irgendwie nicht. Ich habe ja früher auch, glaube ich, nur Solo aufgenommen. Da wäre ja nie irgendwas im Gange, im Sinne von mit anderen oder sowas. Wisst ihr, was ich meine? Und da haben wir das nächste Bett. Und die beiden Kills auch. So, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. Bis gleich. Jo, Leute, in der nächsten Runde angekommen. Auf jeden Fall bin ich dann zu Mini auf den TS gegangen jetzt für die letzte Aufnahme. Nachdem ich ihn ja so oder so schon kannte. Ich hatte ihn auf Twitter nämlich angeschrieben und habe so gefragt, jo, hast du Bock aufzunehmen? Und er so, ja, klar. Und dann bin ich halt TS gegangen. Und er hatte nach der Aufnahme hat er noch ein Rainbow-Match, das weiß ich noch. Dann komme ich so TS und er war so ein bisschen aufgeregt, ne? Weil war ja früher schon aufgeregt und da war ich auch so ein bisschen, nicht so doll wie früher, aber schon so ein bisschen war ich schon nervös. Und auf jeden Fall gehe ich so TS und er moved mich so. Und er so, ja,
ja, hi, was geht? Und ich so, ja, alles fit. Und er so, ja, ich bin gerade aufgestanden, es war um 12. Ich so, okay, okay, ja, alles fit. Und dann haben wir so kurz geredet. Und ja, dann haben wir direkt aufgenommen. Und das Ding war so, dass ich sagen muss, dass wir uns mehr und mehr, also pro Runde, die wir gespielt haben, desto mehr wir uns unterhalten haben, haben wir uns, glaube ich, auch besser verstanden, so vom Ding her. So am Anfang war das auch so ein bisschen Mini-Me-Checker und so mit der Zeit wurde es dann halt so von Mini-Me-Checker zu Moritz. Und boah, das war ein fettes GG an die Runde. Ich würde sagen, wir spielen noch eine Runde. Bis gleich. So, Leute, in der letzten Runde angekommen. Na, auf jeden Fall haben wir uns dann immer besser verstanden. So, und ich fand auch, muss ich wirklich sagen, so früher war das so eher so mit anderen YouTubern aufnehmen. Ich habe früher wirklich, glaube ich, Only Alone aufgenommen. So mit anderen Leuten aufnehmen war für mich so komisch. So, und ich muss sagen, das hat sich heute so ein bisschen abgefärbt. Dass es heute nicht so eine entspannte Atmosphäre ist, sondern ich immer so ein bisschen nervös bin oder auch im Schnitt fühlt sich das so komisch an, wenn jemand anderes dabei war und keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. Aber heute denke ich mir eher so, yo, ich kann von mir aus mit jedem aufnehmen, egal wie unangenehm es wird, solange ich weiß, wir können zusammen ein nices Video daraus machen und können den Zuschauern vielleicht eine Erfahrung mitgeben oder coole Unterhaltung mitgeben oder so, dann würde ich von mir aus auch mit jedem YouTuber sowas machen. Hier auch nochmal öffentlich so danke an Mini, ich habe es ja im TS auch gesagt, die Aufnahme so, es ist echt ein cooles Video geworden, muss ich sagen. Aber naja, ich will jetzt generell öfter mit anderen YouTubern aufnehmen, auch ein bisschen bekanntere YouTuber. In Zukunft werdet ihr definitiv ein bisschen was sehen mit zum Beispiel bekannten Skyboss-Namen oder auch mit einem bekannten Bad Wars-Namen, der halt früher sehr bekannt war und no, der hat ein Schwert. Ab geht die Post. Nein, oh, schade, ich hätte gedacht, ich bekomme das Bett noch. Also ich habe da schon so ein bisschen was gemacht, aber das Ding ist, Leute, ihr müsst euch halt vorstellen, mit YouTubern einen Aufnahmetermin zu organisieren, ist halt ja schwer, weil das sind auch nur Menschen und die haben auch Termine und sowas, beziehungsweise auch was zu tun, so. Und bis ich da eine Aufnahme habe und das Video dann hochlade, dauert das immer ein Stück leider. Und wie gesagt, ihr könnt euch in Zukunft, denke ich, auf nice Dinge freuen, so vom Ding her. Was? Hä? Was war das? Ich habe gar nicht gecheckt, dass vor mir der Block war, der weiter oben ist. Das Ding ist, ich habe generell jetzt, sobald ich meinen neuen PC vor allem bekomme, habe ich echt so viele Sachen, die ich umsetzen will, ganz gerne. Sowas wie in Richtung Bad Wars Turnier. Aber so ein großes Bad Wars Turnier mit guten Preisgelder, Ausschüttungen, wenn es überhaupt Gelder sind. Vielleicht können wir auch irgendwelche anderen coolen Sachen machen, die Community so gut akzeptiert. Oh, Digga, der hat gefressen. Mal sehen, kommt halt immer darauf an, wie sich das alles umsetzen lässt. Und an sich habe ich auch richtig geile Specials geplant. Wie wahrscheinlich viele von euch schon wissen, arbeitet ein sehr bekannter Packmaker, der auch bestimmte Packs von mir schon gemacht hat, an einem neuen Pack für mich. Was, denke ich, ziemlich interessant wird, vor allem für euch so als Zuschauer. Und oh je, der wartet auf seinen Mate, wir müssten den da oben mal holen. Der wartet halt gerade nur auf seinen Mate, wir müssen den holen, bevor er runterkommen kann. Hat mein Mate ein Schwert? Ja, dann kann ich hochgehen. Nein. Hä? Lol? Was war das? Okay, mein Mate hat ihn bekommen, glücklicherweise. So, ich habe auch vor, geile Sachen so mit Revi vielleicht als Server, mit dem man dann zusammenarbeitet, zu machen. Nur, wie gesagt, man muss halt schauen. Ich möchte euch nichts vorher anteasern, was sich am Ende nicht umsetzen lässt, weil es halt einfach nicht funktionstüchtig ist, so. Das will ich euch echt nicht antun, weil ich mag das nicht so, wenn man so Sachen anteasert und auch übelst Bock drauf hat, aber es halt einfach nicht möglich ist, dass es machbar ist, so, wisst ihr, was ich meine? Aber ich glaube, die eine oder andere Sache wird sich definitiv irgendwie umsetzen lassen, so vom Ding her. Das Ding ist, der eine Grüne ist jetzt gerade beim anderen Team. Heißt, ich kann sie bekommen. GG auf jeden Fall euch, an euch Grünen. Und ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht ganz fix beeile und ordentlichen Shred gekauft bekomme. Okay. Der Rote lässt sich auf jeden Fall holen, denke ich mal. Der hat halt Full EQ, ne? Das ist jetzt eine ganz doofe Situation. Oh mein Gott, ich wollte meinen Mate noch warnen. Aber ich habe ihn bekommen. So, das rote Bett ist jetzt weg. Vom Grün geholt, jetzt lebt noch ein Grüner. Ein Roter. Nur noch der Grüne. Hat der Grüne Gold oder irgendwas geholt? Nein. Also lässt er sich auf jeden Fall irgendwie holen. Das Ding ist, ich weiß nicht, ob er noch Gold holt. Ich würde ihn so einschätzen, dass er vielleicht noch Gold holt. Oh je, das wird noch richtig spannend, glaube ich. Weil ich glaube, der Spieler ist nicht schlecht, so vom Ding her. Aber halt, wie gesagt, holbar. Vor allem, wenn ich jetzt hier mit Full EQ bin. Ja, war halt abzusehen. Mate, geh rauf, schlag ihn doch! Oh ja, er bug-used, alter Junge. Er hat halt ernsthaft das Web unter sich gespammt, um zu bug-usen. Mann, was macht mein Mate eigentlich? Der Typ hat ein Herz, warum geht mein Mate nicht einfach rauf? Danke. GG.
Aber der hat gerade ordentlich gebackt, hier soll ich an der Stelle behaupten. Leute, ich hoffe, euch hat das hier gefallen. Schreibt mir gerne eure Meinung so. Wie würdet ihr mit größeren YouTubern umgehen? Vor allem, wenn ihr jünger seid. Das würde mich interessieren. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Over friends, seems how it goes.